So, und damit willkommen zurück bei Might and Magic 6, The Mandal Heaven. Wir befinden uns immer noch in Drachensand, wo wir das letzte Mal aus den feinsten Quellen und dem tollsten Schrein gebetet haben. Ja, was gibt's zu tun? Die unscheinbare Pyramide hier im Zentrum, das sogenannte Grab von Warn, steht jetzt an. Das Orakel von Freehaven hat uns nämlich den Auftrag gegeben, hier den Kontrollkubus zu bekommen, damit wir in die ins planetarische Kontrollzentrum unter dem Orakel kommen. Und dort sollen gar mächtige Waffen hausen, die mit den Kreganern oder Kreganern oder sowas kurzen Prozess machen, weil die doch relativ dicke Haut haben. Und wir haben es ja gemerkt, als wir mit den Steinchen um uns geworfen haben, da hatten die eigentlich relativ stark oder relativ gut überlebt, weil, wie ich annehme, einfach die Abwehrwerte so hoch sind, die Resistenzen vielleicht, dass man denen gar nicht so viel machen kann. Vor allem physisch, nehme ich an, sind sie gut gepanzert. Ich weiß es nicht. Ich meine noch, ich hätte da mal irgendwelche eine Komplettlösung gehabt oder sowas. Ich bin nicht ganz sicher. Naja, auf jeden Fall wollen wir es doch einfach mal so probieren. Und zwar geht's in das Grab von Warn. Diese Pyramide besteht aus einem seltsamen, verwitterten Metall. Sie scheint teilweise von Sand begraben zu sein. Und wenn ich mich recht entsinne... Oh, wo sind wir? Wenn ich mich recht entsinne, dürfte das hier auch ziemlich wirr werden. Wobei ich gerade überlege, ob es nicht das Sinnvollste wäre, wieder mit Felsen zu arbeiten. Nein, ich möchte es zuerst mal so probieren. Vielleicht ist das ja... Genau, und das sind auch die ersten Gegner. Die guten Meister-Djinns. Muss ich wieder... Oh, oh. Direkt in Schlaf versetzt. Und ich habe alle Schlafgeschichten, glaube ich, verkauft. Kann das sein? Ja, ich bin fast sicher, dass ich alles an... Oh, oh. Das ist nicht gut. Das heißt, die... Sehr schön. Die Wassermagierin ist jetzt wieder wach. Gut. Ja, da können wir gleich mal testen. Und sie ist direkt wieder eingeschläfert. Das ist richtig unangenehm. Was hat der für einen Zauber drin? Funkenflug? Ja, nimm mal Klinge. Das ist gut getroffen. Du hast wahrscheinlich wieder nichts. Ah doch, fliegende Faust war drin. Wir versuchen mal Bolzen. Sehr schön. Wobei, ich glaube, das war gar nicht er. Ja, natürlich. Muss ich mal kurz ein bisschen leiser machen auf dem Ohr, weil es doch ein bisschen dröhnt. Gut. Giftnebel funktioniert zwar, aber ich glaube, den Bolzen können wir uns sparen. Und hier hatten wir was? Klinge haben wir eingesetzt. Warum? Sie ist doch Feuerzauberin. Da können wir das ruhig auch einsetzen. Deswegen habe ich es auch angewählt. Naja. Wahrscheinlich wieder jede Menge Schmuck, oder? Na, noch nicht. Versuchen mal, wie Feuer auf die Leute wirkt. Nicht getroffen. Okay. Schlecht. Naja, sie kippen zumindest um. Ich weiß nicht. Oh Gott. Jetzt haben sie wieder Müll an Loot, an Beute. Die wollen wir natürlich nicht. Jetzt möchte ich aber versuchen, ob das funktioniert. Ach ja. Okay. Alle haben ihren Spaß. Dann machen wir einfach so weiter. Oh, das mit dem Einschläfern ist wirklich keine gute Sache. Aber solange die... Ah ja, jetzt haben wir die ersten Warnverteidiger. Die haben wir schon aus dem Tempel kennen oder im Tempel was kennengelernt. Okay. Die haben nicht sonderlich viel zu melden. Ja, die sind wirklich nicht besonders gefährlich. Finde ich aber gut.
Ich weiß auch nicht, also ich meine, dass der ziemlich groß war, deswegen weiß ich nicht, wie lange wir hier wirklich brauchen werden. So, die gehen mit Feuer rund. Ja, das ist wieder genau die Geschichte. Jetzt kann ich mit Feuer wieder nichts machen. Jetzt muss ich zur Klinge wechseln. Weil die offensichtlich immer wirkt. Super Jin scheint der übelste von denen zu sein, der rote. Aber jetzt natürlich wieder genau die eingeschläfert, die nicht eingeschläfert sein soll. Oh, das kriegt man hin. Wir hauen sie einfach im Nahkampf Stück für Stück zu Klump. Meister Jin. Ach, der ist entkommen. Okay. Meister, Super Jin, der möchte jetzt immer noch mal versuchen, ob wir tatsächlich keinen Schaden machen, weil er rot ist. Okay. Geht den Bolzen wirklich nicht? Leider nicht, gut. Dann Klinge zum kaputt hauen. Ja, die sind gar nicht mal so ohne. Und sie gehen offensichtlich besonders gerne auf den Kollegen. Auf den Kollegen Fabian los. Oh, ein Schlüssel. Schlüssel, Hintertürschlüssel. Nehmen wir natürlich mit. Aha. Geschick. Braucht kein Mensch. Vor allem das Stöckchen hier. Können wir direkt wieder den Hühnern geben. Ach, das brauchen wir eigentlich überhaupt nicht, aber einfach mal zum Sortieren. Wir nehmen einfach alles mal mit, was wir haben. Geschick 13, ja. Natürlich, das Problem ist einfach, dass wir mit unserer Truppe nicht alles abgedeckt haben. Normalerweise hat man ja vielleicht, einen Krieger, also einen Ritter dabei. Der kann natürlich jede einzelne Waffe benutzen. Damit kann man dann auch die meisten Waffen mitnehmen. Oder sie haben einen gewissen Wert. Hier natürlich eher weniger. Weil wir bereits, weil wir nur eine kleine Auswahl haben. Das heißt, ein bisschen Dolch, ein bisschen Keule, aber an sich braucht das halt wirklich kein Mensch bei uns. Nehmen wir mal mit. Spaßhalber. Können wir vielleicht mal. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Die schmeiße ich jetzt einfach raus. Wir haben sie nämlich. Ich habe es extra behalten, falls wir sie der hohe Tempel war auf der Einsiedlerinsel und der oberste war in Creek Spire. Das heißt aber, dass die. Was soll ich sagen? Dass die. Ja, genau, dass die. Mäntelchen hier völlig nutzlos sind, weil jetzt haben wir hier weder mit Bar zu tun, noch mit sonstigem, wo wir uns beweisen müssen. Was laber ich da eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Ist egal, wir versuchen einfach hier durchzukommen. Wird wahrscheinlich ohnehin eine ganze Weile dauern, weil die Pyramide, glaube ich, recht groß ist. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das in einem Waschgang hinbekommen oder nicht. Wandteppich. Durch große Sorgfalt gelingt es dir, die Botschaft der Hieroglyphen und teuflischen Zeichnungen zu entziffern. Denkt an unseren Feind, Kinder, und unterschätzt niemals die Gefahr, die er darstellt. Auch wenn ihr auf der Reise niemals einen sehen werdet, achtet immer auf eine Invasion des Nichts, wenn die Reise zu Ende ist. Obwohl der Feind unbeschreiblich stark ist, ist er nach einer Überquerung dennoch verwundbar und seine Verteidigung ist schwach. Benutzt die Energiewaffen des Schiffs. Hä? Um den Feind zu schlagen, greift ihn niemals mit leichteren Waffen an. Ihr würdet sicherlich untergehen. Ja, hier ist wahrscheinlich wieder die Rede von den Teufelchens. Jin. Wieso ist der. Na gut. Ja, Jin ist wahrscheinlich dann doch der schwächere von beiden. Ach, und das war's? Hier gibt's nichts. Na gut. Der Jin, dann der Meister und dann der Super Jin. Ich nehme mal an, dass das die offizielle Reihenfolge ist, aber. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal den anderen Gang entlang, bevor wir da unten weitergehen oder in den unteren Stock oder was auch immer gehen. Riesige Hallen hat sie hier. Ich habe auch schon die Strahlung angesprochen. Also hier wird es noch lustig. Durch große Sorgfalt gelingt es dir. Moment, hä? Obwohl die Überquerung des Nichts eine anstrengende Reise ist, wird das Land, das du finden wirst, schön und von Vorfahren oder dem Feind unverdorben sein.
Fasst ihr ein Herz, damit deine Kinder in einer perfekten Welt ohne Krieg, Hunger und Angst leben können. Denke an deine heilige Pflicht, dich während der langen Reise um das Schiff zu kümmern und für seine sichere Ankunft im gelobten Land zu sorgen. Pass gut auf den Beschützer auf und bringe ihn vom Schiff entfernt unter, sonst wird er durch ein einziges Missgeschick verloren gehen. Stellt sich die Frage, ist das hier das Schiff? Ist das hier wie bei Stargate? Dass wir... ist das vielleicht das Schiff und das andere war... das Orakel? Ist das vielleicht der Beschützer? Oder das, was sie im... oder sind die Waffen gemeint? Gibt es eine spezielle Waffe, die alles kaputt macht oder so? Ich... oh yeah, jetzt ist es lustig. Fliegende Mistviecher. Ja, das ist irgendwie nervtötend mit den... verschiedenen. Der eine kann das nicht ab, der andere ist hier gegen immun und so weiter und so fort. Dann machen wir Trick 17 und versuchen es zumindest mal mit... ja, 100 Punkte Schaden. Ist auf jeden Fall vielleicht nicht die ist nicht die beste Alternative, aber es funktioniert offenbar. Das mit dem Einschläfern ist richtig nervtötend. Okay, der hat 200 Trefferpunkte. Jetzt muss ich gerade nochmal vergleichen. Und der hat 130 Schaden gerade genommen. Und dood ist er. Da vorne war doch gerade einer von den anderen Kollegen. Ich habe es genau gesehen. Ja, da links sieht man sie, aber die sind noch nicht nah genug dran, dass sie angezeigt werden würden. 20 Charisma bringt wirklich keinen Meter mehr. Stimmt, wir haben doch das letzte Mal die Attribute hochgedrückt durch die Quelle, die eine und die durch den Schrein. Glaube ich um 20 und einmal um 10 oder so oder um 5. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob das überhaupt noch gut Auswirkungen haben. Können wir mal Spaß dabei reingucken. Ja, hier eins ist nur Reaktion ist unter 40 oder ist in den 40er Bereichen. Hier ist alles über 60. Hier auch 69, also fast 70. Nee, 61 genau. Stärke ist hier mit 61 das Schlechteste. Na gut, und er ist ziemlich schwächlich. Dafür, dass ich ihn eigentlich mit dem Fabian zusammen immer ein bisschen auf Stärke getrimmt habe, ist aber verwunderlich. Gut, aber vielleicht hat eben... ach stimmt, die haben doch plus 10 auf, genau, auf alle Attribute. Vielleicht hat die auch sowas in der Richtung. Ja, es lohnt auf jeden Fall nicht mehr hier noch in irgendeiner Form sich jetzt Klamotten anzuziehen. Eigentlich, wenn man sie findet oder merkt, man hat sowas an, irgendwie... weiß ich nicht. Zauberpunkte, okay. Intellekt, hier das zum Beispiel. 12 Punkte. Das hat sogar tatsächlich noch eine Auswirkung. Über 100 ist noch... ja, vielleicht ist das so ein... keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das hier 100 der Wert oder vorher wird es nur weniger mit den Auswirkungen und später dann gar nicht mehr. Es ist einigermaßen verwirrend, würde ich mal sagen. Oder man müsste es halt alles mal wieder testen. Naja. Gut, in die Haupthalle möchte ich nicht, aber ich möchte gerne mal nach da drüben. Und da oben sind... stimmt, die gibt es natürlich jetzt auch in verschiedenen Sorten. Okay, Warnhüter, der Rote ist auch hier wieder das Schlimmste mit 600 Trefferpunkten, die anderen fast 500. Einen kleineren Warnkollegen haben sie leider nicht. Alles klar. Unterkant, na, bisschen höher. Also man kriegt sie damit hier auf jeden Fall klein. Das war wieder mal nicht so gut. Ja, zaubern ist natürlich wieder genau das, was sie nicht sollen. Ja, das sind wieder diese Energiegeschichten. Man erkennt es mal, glaube ich, an dem Energieball, der sich dann entlädt oder was auch immer. Ja, diese Detonation ist halt kein Feuereffekt, es ist kein... ist der Kollege, ich sehe ihn noch, aber irgendwie sehe ich ihn doch nicht, okay. Ja, ist halt Energieschaden, nehme ich einfach mal an. Und Energieschaden ist dann wahrscheinlich wieder... aha. Oh, oh. Gut, der hat nur 200, das ist natürlich ein Witz. 3 Schuss.
Das heißt, jeder darf einmal versuchen. Mhm. Ist das hier auch, oder? Nein, offenbar nicht. Dann gehen wir... Ja, was nun tun? Am besten die Ecke... Das war nicht so clever. Okay, das ist nicht mal eine Druckwelle. Obwohl, da hinten war ja eine andere noch. Ja, und jetzt? Ich mache das so ein bisschen... gibt es zu denken, dass da zwei noch über uns sind? Vielleicht fallen die uns noch in den Rücken, wer weiß. Okay, von wo schießt jetzt wer? Hoppla! Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen, gerade wenn ich so in den Nahkampf bekomme, die Kollegen. Das Schalterchen mit dem Scarabeus drauf haben wir natürlich schon längst entdeckt. Na! Handschuhe, ja. Aha. Ob das jetzt wirklich noch was bringt, hier das Zeug aufzusammeln, ist halt auch fraglich. Aha. Oh oh. Ah, sehr schön. Kristalltotenkopf, da war doch was. Ein einziges Stück eines bläulichen Kristalls, aus dem die Form eines menschlichen Schädels geschnitzt wurde. Was? Kenn ich nicht. Oh, sehr schön. Rüstungsklasse. Ja, wieder Geschick. Was wirklich keiner braucht, aber das ist gar nicht mal so schlecht. Also wir haben den Flammen... Okay, Flammentürschlüssel haben wir. Dann haben wir den... Hintertürschlüssel, ein kleiner Schlüssel, ein kleiner Schlüssel. Okay. Hm. Kann man die stapeln? Natürlich nicht. Gut. Code des Captains. Was das wohl sein wird. Hm. Wenn die Landung beginnt, Captain, bringt diese Codeschriftrolle zur zentralen Kontrollkammer und spricht Aktivierungsschlüssel Krieg. Oder andersrum gelesen. Wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Alle ranghöheren Offiziere müssen ihre Schriftrollen und Schlüssel präsentieren, um den Weg zu öffnen. Ihr Schlüssel ist der letzte der Sequenz. Okay. Das heißt, Kirk ist der letzte. Ob ich mir das aufschreiben soll? Jetzt habe ich keinen Stift da. Das gibt's nicht. Wir nehmen es mal mit. Also, ja. Was Rolands Tagebuch? Möchte ich, glaube ich, noch behalten. Schlüssel des hohen Klerikers kann man eigentlich auch wegschmeißen, würde ich fast sagen. Nein, wir geben es mal ihr. Die hat ja sowieso Schriftrollen oder so Zeugs, dann kann die das Zeug auch mal bunkern. Ich nehme mal ganz stark an, dass wir noch ein paar mehr finden werden von denen. Ich meine, wenn wir schon Krieg finden... Oh, jetzt habe ich den Müll aufgesammelt. Dann finden wir bestimmt auch anderes. Was sehr merkwürdige Bezeichnungen hat. Ach so, stimmt, da waren ja oben noch welche. Ach, ganz oben. Alles klar. Wollen wir doch mal Hallo sagen. Okay, da oben ist nichts. Das macht aber nichts, denn... Bitte, Meter zur Seite. Obwohl, wir können sie auch einfach verhauen. Wir haben gelernt, dass wir tatsächlich ein bisschen kämpfen können. Ganz nett von den Proportionen her, dass alles so ein bisschen riesig angelegt ist. Also eine Pyramide in der Pyramide, oder wie darf ich das hier verstehen? Naja. Wir schauen einfach mal weiter. Ach Gott, dann unten ist schon wieder dummes. Egal. Gehen wir einfach in den. Ach, Leute. Jetzt bin ich wieder zu hoch. Okay. 140 Punkte Schaden. Wieso trifft es teilweise nicht? Ach Gott. Ist wirklich wieder zu schnell. Naja. Zumindest können wir uns hier problemlos ausruhen. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Schutz der Magie war falsch. Das machst bitte du. Du machst Schutz vor Kälte. Du Schutz vor... Nein, Schutz vor Feuer. Du zauberst Kraft. Du bitte ein magisches Auge. Reaktion, wenn wir schon dabei sind, immer noch ein bisschen Glückstag mit.
Speichern das Ganze wieder ab. Ja, gut, das kann ich gar nicht schenken, die komischen Vögel hier anzusammeln. Ich weiß auch gar nicht, wo es hier. Ja, da oben vielleicht? Ja, auf jeden Fall ist da irgendwer oder irgendwas. Schön. Okay, das war ein Teleporter. Nichts wie weg. Wie Ausgang, Moment. Hä? Also hier unten ist ein Ausgang und hier oben ist noch ein Ausgang. Ist das vielleicht ein Raum innerhalb von diesem komischen Gerät oder ist das eine Art. Wie ist denn da Schalter angebracht? Okay, Falle. Falle. Achtung, der Zutritt zur Sensorenfeldsteuerung ist nicht autorisiertem Personal strengstens verboten. Der Gebrauch des Zeichens der Sicht ist auf Kommunikationstechniker beschränkt. Ein leichter Elektroschock trifft jeden, der diese Vorschrift verletzt. Hier ist nichts. Okay. Aber sieht doch aus, dass da auch ein Text ist. Aha. Achtung, der Zugriff zum Frachtlift ist nicht autorisiert und Personal strengstens verboten. Der Gebrauch des Zeichens des Garabeus ist auf Versorgungsoffiziere beschränkt. Ein leichter Elektroschock trifft jeden. Okay. Und uns fehlt auf jeden Fall kein. Oh, leichter Elektroschock. Der nur 100 Punkte Schaden macht oder so, oder über 100. Okay. Wieso macht das so abartig viel Schaden? Also wir können auf jeden Fall den Aufzug betätigen. Das ist also kein Thema. Okay. Vielleicht liegt es an der Krieg-Schriftrolle, die wir erhalten haben. Ist das eine Möglichkeit? Ich weiß es nicht. Und jetzt sind wir irgendwo im Inneren, nehme ich an, oder? Ja, am besten gar nicht versuchen, das zu begreifen. Ja, vielleicht mal wieder die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Gut. Gegner sind machbar. Ach so, das ist die. Okay, die nordöstliche Ecke. Und was ist das? Soll das das Schiff sein? Oder wie? Oder was? Da drüben sind auch wieder welche. Okay. Der Eingang zur Pyramide ist im Süden. Wehe euch Unwürdigen. Was, der Eingang ist im Süden? Oder das hier vielleicht? Ja, wahrscheinlich, ne? Im Süden dieses. Unwürdig. Ich versuche es gar nicht erst zu begreifen. Wir laufen am besten einfach mal rum. Und räumen ein bisschen auf. Das wirkt fast so, als ob der mit physischem Schaden eigentlich recht gut klarkommt. Könnte mich irren. Und laufen sie wieder im Zickzack. Aber ich meine, 128 Punkte Schaden, das kann ja so verkehrt nicht sein, was ich hier mache. Denn das ist ja schon ordentlicher Damage, der hier ausgeteilt wird. Ja, das ist ein bisschen nervig, dass man Gegner durch die Wände sieht. Hoppla. Hoppla. Kraftheilung, okay. Ich kann mich auch wirklich nicht mehr erinnern an irgendwas, also alles nur riesengroß gemacht, finde ich aber von der Machart und vom reinen. Ja, von der Optik her ist es halt echt nicht schlecht.
Sollen wir dort rein oder direkt unten? Ich würde sagen, wir versuchen erstmal. Achso, okay, das ist nur, dass man hier nicht feststeckt. Wirkt natürlich sehr, sehr krude, wie so, eine, wie so die Anfangsmappen bei irgendwelchen Doom-Machern, Doom-Mappen-Editoren-Menschen. Ach, wir springen einfach hoch, ich glaube, da nicht außen rum. Oh, der Wassertempel, da war noch irgendwas. Der Wassertempel. Die Tür ist verschlossen. Okay. Also Wassertempel ist nicht. Ach, herrje, bitte nicht. Oh, clever. Ja, und ich kann es mir schon vorstellen, was gleich passiert. Wir werden alle einschlafen. Und dann war's das. Okay. Ich glaube, die ignoriere ich einfach mal getrost. Hintertür ist verschlossen, aber die Hintertür haben wir doch. Richtig. Die Frage ist auch, ob ich überhaupt da runter muss oder nicht. Was, 5 Punkte Schaden? Das ist aber schlecht. Muss ich da ins Eck? Ist da irgendwas oder wie oder was? Ne, die schwirren da einfach nur so rum im Eck, oder? Ja, mit der werde ich mich gerade noch anlegen. Ich meine, wir wissen wahrscheinlich noch, wie toll die Eutlern waren. In Burg Darkmoor. Und es war auch so richtig, richtig spaßig. Es hat wirklich Spaß gemacht, da drin gegen diese dummen Viecher zu kämpfen. Und hier das gleiche nochmal in grün. Oder in, ja, in violett, blau, rot. Okay. Ja, man sieht, der Schaden, der wird wirklich ausgewürfelt. Der ganz krasse hat jetzt länger überlebt als der andere. Obwohl, obwohl sie eigentlich alle eine ordentliche Tracht Prügel, wie ich finde, bekommen haben. Und ich bin noch nicht sicher, ob das hier tatsächlich irgendeinen Zweck erfüllt, wenn wir hier lang gehen. Aber das kommt mir bekannt vor. Ist ja wieder so eine Falle. Oder warten die einfach nur in den Ecken? Ja. Ja, genau, das sind lauter Gänge. Am besten keine. Oh, oh. Verdammt, ich habe ins nächste Wespennest gestochen. Das ist natürlich nicht gut. Und der kann wirklich nichts machen, oder? Nee. Die lachen. Och, jetzt ist gerade die ausgefallen, die noch ein bisschen Magie hat. Das geht doch nicht. Vielleicht ein bisschen dumm, aber ich muss. Ja, hochheim muss ich auch. Ich meine, da kommt ja von allem etwas angeflogen. Ich bin nicht sicher, was jetzt hier wirklich was bringt und was nicht. Ja. Alles klar. Ja, besonders spannend ist das nicht. Aber wenn ich es anders mache, dann habe ich wahrscheinlich ein ganz kleines Problemchen. Wenn ich zum Beispiel einfach durchlaufen wollen würde, dann hätte ich das Problemchen, dass die, ja, mir alle hinterherkommen. Und ich glaube, dann ist Feierabend. Ah, stimmt, es gibt ja noch die Wunderlampen. Eine Öllampe wie die, aus denen die Märchen, aus Inmärchen die Geister emporsteigen. Was heißt denn hier in Märchen? Ich meine, ich habe jetzt schon genügend von denen platt gemacht. Umnachtung, sehr gut. Kennt er bereits? Das kann ich nicht. Kann ich nicht. Wieso kennt er den? Achso, das ist ein Geist-Magie-Zauber, okay. Ja, toll. Ich würde es eigentlich gerne mal probieren. Aha. Aber ich bin nicht sicher, ob das nicht sehr übel sein könnte oder die Auswirkungen einfach ein bisschen krass sind.
Aber wenn ich jetzt hier ausgerottet werde... Ach, was soll der Schwachsinn? Wir probieren's. Wunderlampe kann so nicht benutzt werden. Wieso? Hä? Wunderlampe. Typ? Oder muss ich die irgendwie eintauschen auf dem... Bazaar, hätte ich was gesagt. In der Oase? Ist das so eine Geschichte? Ich weiß es nicht mehr. So, Meister Jin ist fertig. Hier sind wir auch. Schlecht. Ja, wie hätten wir es denn gern? Der sitzt. Ich hoffe, ich habe ihn erwischt. Ich habe keine Ahnung. Aber... Oh, der ist schon wieder eingeschlafen. Ihr muss halt wirklich aufpassen, wenn die alle einschläfern, dann ist Ende. Denn wenn keiner mehr wirklich parade stehen kann, beziehungsweise... Ne, dann ist eben Ende. Flammentürschlüssel. Also es gibt ein Feuergebiet noch. Das hier ist, ja, momentan gar nichts, oder? Die Hintertür. Vielleicht ist das auch die Flammengeschichte, ich weiß es nicht. Die sitzen alle. Na gut. Ja, rufen sie. Ach, das sind nur kleine. Aber auch nicht schlecht. Oh, jetzt schläft der da hinten schon wieder. Und ich habe vor allem diese ganze Resistenzgeschichte, hier die Resistent gegen Schlaf, Sachen alle schon weggeschmissen, beziehungsweise verkauft, weil ich dachte, daher brauchen wir nicht mehr. Weil ich nicht mehr wusste, dass die einen hier einschläfern können, die komischen Mistviecher. So, der ist fertig. Jetzt kommt das letzte Räumchen. Und natürlich wieder die krassesten drin. Ich hoffe mal, ich habe auch genügend Steinchen. Da brüllt er dumm. Okay, was nun tun? Keine Ahnung. Oh nein, da kam noch mehr. Ach, ich habe den letzten... Ah, verdammt, ich habe den allerletzten Raum vergessen. Aber zum Glück... Reicht das Mana aus? Hier nicht. Hier nicht. Ziehen wir uns einfach einen Meter zurück. Wahrscheinlich kommen jetzt gleich wieder die komischen Anubis-Wächter da. Hier nicht. Hier nicht. Aber hier. Oh, verdammt. Na gut. Trotzdem nicht gut. Einer etwas hat überlebt. Nein, noch einer. Verdammt. Jetzt würde ich mal gerne wissen, wie machen wir das am sinnvollsten? Hoffentlich geht das verdammt nochmal. Aber das war ja abzusehen, ganz ehrlich. Da hätten wir auch was anderes nicht erwarten können. Du bekommst auch mal einen leckeren Trank, dass wenigstens mal die... Aber 160 Punkte Schaden ist auch nicht unbedingt von schlechten Eltern. Ja gut, wir können sie ja verkaufen. Verhauen. Gift. Funktioniert. Sehr schön. Ja, das war auch immer so wirklich, oder? Funktioniert denn wenigstens... Hirnschlag. Natürlich nicht. Aber man merkt, man hört, was die zaubern. Die zaubern nämlich alle Hirnschlag. Und was hat er bei dem jetzt wieder kaputt gekloppt? Bleibst du mal bitte hier, das gibt's doch nicht. Ja, ich spar's mir jetzt irgendwie mit Heldenmut oder sowas abzugehen, beziehungsweise noch Segen zu zaubern, dass immer mehr treffen oder sowas. Ich meine... Ist ganz nett, aber naja. Ach ja, dem hat es irgendwas verrissen. Repariert. Die Waffe, mit der er angegriffen hat. Clever. Aber es hält sich jetzt zumindest in Grenzen. Also es ist nicht so, wie man mit den Drachen und Echsen und was weiß ich, was es da gibt, die einen richtig schön kaputt knüppeln. Schon wieder mehr von denen. Auch nicht schon wieder, oder? Offenbar doch. Und es führt wieder in so eine dumme Kammer. Also das hier ist ja wirklich sehr unangenehm. Jetzt laufen wir noch durch. Das ist schon mir jetzt wurscht.
Okay. Aber sonst alles okay, ja? Schönes Paletti. Na schön. Oh oh. Ich würde sagen, das ist aber tatsächlich gar nicht mehr so schlecht. Denn die haben sich jetzt so dumm aufgestellt, wie sie es nur können. Das war schlecht. Die nehmen nämlich jetzt gleich alle Schaden, wenn ich das will. Nicht schlecht. Und da kommen noch ein paar von denen. Können wir sogar über Bande oder direkt. Ja, da haben sie sich wirklich dumm angestellt. Ja, die hauen halt richtig rein, aber ich glaube, die Menge da hinten zu feuern ist immer noch die bessere Alternative. Kraftheilung für alle. Wenn er schon so dumm dasteht, kriegt er... Oh Gott, säureimmun. Ja, selbstverständlich ist er säureimmun. Was soll er auch sonst sein? 200 Punkte Schaden. Richtig nett. Naja. Freut ihr euch mal eures Lebens? Gleich ist es nämlich vorbei mit eurem Leben. Steht vielleicht ein bisschen nah dran, aber es macht doch nichts. Ja. Es muss sein, oder? Und Feuerball wäre auch nicht schlecht. Das ist gerade nur einem Schaden zugefügt. Nee, ne? Wahrscheinlich nur eine optische Täuschung. Anstrengende Viecher. Was machen wir da? Säurestahl funktioniert nicht, Eisstahl, aber Gift funktioniert doch, oder? Ach, das hat auch nicht funktioniert, okay. Verbrennen? Oh verdammt, Feuer funktioniert nicht? Dann muss es leider sein, dann müssen wir über Bande spielen. Und jetzt geht das an. Dann müssen wir wieder... Naja. Versuchen wir es einfach mal ein bisschen weglaufen. Ah, natürlich. Man hätte natürlich auch Eile zaubern können. Das wäre auch nicht so schlecht gewesen. Dann wäre man öfter dran gewesen. Ja, das bisschen Schaden. Das hältst du doch locker aus. Och, jetzt schläft der Nächste. Dann bist du die Priorität. Obwohl, das war dumm. Andererseits, Säure bei diesen Vieren bringt wahrscheinlich überhaupt gar nichts, oder? Ne, wir kümmern uns erst um den. Der macht vielleicht weniger Schaden, aber der schläfert meine Leute ein. Das finde ich irgendwie unangenehm. Was war das? Achso, der Winkel war wieder schlecht. Natürlich war das. So, jetzt kommst du dran, Kollege. Also Feuer und Gift funktioniert nicht. Funktioniert dann wenigstens Eis? Auch nicht. Kann es sein, dass sie ziemlich übel sind? Blitz funktioniert auch nicht. Das heißt, man muss physisch gegen die vorgehen. Das ist aber unangenehm. Da haben wir Klinge. Ja. Ja, das funktioniert. Alles andere. Wirklich alles andere funktioniert nicht. Das ist ja hart. Und wir haben eine Felsattacke hier von. Ah, verdammt. Prismenfeuer auf einen. Lähmen könnte man den Kollegen. Das kann man mal probieren. Nicht funktioniert hat es. Dann eben so. Ja, das ist aber irgendwie so ein ganz kleines bisschen anstrengend gerade, sich Stück für Stück durch die Dummköpfe durchzuarbeiten. Ja, das ist so ein bisschen... Aber wieso die keine Dings hat? Natürlich könnte man jetzt zum Beispiel gerade bei denen... Nee, könnte man nicht. Man könnte eben nicht mit den Zauberstäben arbeiten. Obwohl manche... Genau, wie sieht die Musik eigentlich aus? Das würde mich auch mal interessieren. Knüppel. Wow, ein 100-mal Knüppel. Leuchtfeuer? Okay. Ist zumindest mal was wert. Eisbombe. Okay, das sind die ganzen mächtigen Zaubersprüche, genau. Die wir aber alle schon
kennen, ja. Was war das? Ah ja. Den Weg außenrum gefunden. Die Truhe ist verschlossen. Aber haben wir nicht einen Schlüssel? Offenbar nicht. Sie haben irgendwo einen Hinweis? Ja. Hinweis sagt... Oh, Code des Ingenieurs, wer mag das wohl sein? Repariert. Wenn die Landung beginnt, Ingenieur, bringt diese Codeschriftrolle zur Zentralkontrollkammer und spreche die Worte ITOX oder andersrum. Ja, alles klar. Wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Das heißt, wir haben ITOX und Krix oder so. Krieg, genau. Was das wohl zu bedeuten hat. Vielleicht Klinge. Okay. Klinge, Klinge, Felsen, ja. Versuchen wir es mal so. Ich habe so das Gefühl, hier schießen gerade einige auf uns. Könnte mich irren, aber unwahrscheinlich. Ach Gottchen. Die wollen also alle uns Ärger machen. Jetzt werden sie gleich alle wieder irgendwo im Eck verschwinden. Dann können wir zumindest mal die Felsenattacke wieder sinnvoll einsetzen, nicht einnutzen. Da werden wir doch dermaßen gute Werte. Abwehrtechnisch. Machen wir. Nicht doch. So ein dummer Warnkollege schon wieder. Mit dem werde ich einfach nicht warm. So. Tschüss. Und wieder keine dumme Magie. Ach, das ist nervig, gegen die Scheißviecher zu kämpfen. Wieso treffe ich auch nicht? Was soll das? Ach, Nerv. So, jetzt Fackellicht und magisches Auge und alles andere auch. Und ich zauber einfach. Wie blöde drauf los. Haben wir das schon? Keine Ahnung. Ja, aber Schutz vor Magie fehlt noch. Kriegen wir auch noch hin. So. Direkt wieder eine gewischt bekommen. Also hier ist noch was verschlossen. Die Tür auf der anderen Seite ist auch verschlossen. Ich hau echt zu, Junge. Hoppla. So. Alle hochheilen. Naja, noch haben wir ein bisschen Futter. Ja, das war wohl irgendwie erfolgreich. Ein paar gute Treffer da hinten dabei. Und jetzt wieder was. Ja, zum Glück wirklich nur die Waffen. Ja, aber eigentlich ist es ganz eklig, denn das Vieh ist ja nur mit physischem, also mit Waffen eigentlich zu besiegen oder bekämpfen. Und die schlägt er einem kaputt. Dass wir das auch nicht mehr können. Ganz schön mies. Mein Gott, wir haben es gleich. Oh, jetzt wollte ich gerade das dumme Zeug zaubern. Hier auf. Aufwachen, aber nein. Da schläft das nächste Mistvieh ein. Wahrscheinlich ist es ohnehin nur einer, der das Ganze auslöst. Ja, super, jetzt sind wir fast ausnahmslos ausgeschaltet. Finde ich nicht gut. Ach, wenn die Damen dann bitte mal aufwachen würden. Die werden wirklich nicht was rumlungern mit. Bezahlt. Moment, aufwachen, jetzt ist auch die letzte noch dran.
Genau, zerplatzen. Ach, da ist noch so ein Würmchen. Ganz schön frech. Sehr schön. Zwei auf einem Fleck. Vor allem diese dummen Master- oder Meister-Djinns. Super. Zwei Flaschen. Gab es nicht auch einen Erwachentrank? Einen ganz simplen? Grün oder sowas? Ich glaube schon. Oh, gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Aber wir wecken einfach mal alle auf. Ah. Hoppla. Er war sogar kontrolliert. Von daher gar nicht so schlecht. Was ist das? Ja, eigentlich ganz gut. 3000 wert, das Schild weniger, okay. Ja, das fügen wir mal raus. Oh oh. Und die Mappe ist grün. Gut, das heißt, hier haben wir auf jeden Fall noch was zum Öffnen, also eine verschlossene Truhe. In den Wassertempel kommen wir nicht. Ja, da bin ich mal gespannt. Also das ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. Macht richtig Laune, sich gegen diese üblen Viecher hier zur Wehr zu setzen. Schutz vor Elektrizität und Schutz vor Magie. Hier nehmen wir jetzt einfach noch Glückstag und fertig, oder? Er hat sowieso nicht so viel dafür, dass er eigentlich so ein ja, sehr gut, Heldenmut und Segen ist aber leider nicht für uns. Wenn es auch auf Zaubersprüche einen Effekt hätte, das wäre natürlich perfekt. So, dass wir den maximalen, minimalen Schaden viel eher hochdrücken. Dass also immer gewisser Schaden gemacht wird, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber leider, leider. Hoppla, aber zumindest alle wieder wach, das ist doch auch nicht so schlecht. Die Dummen. Ich drücke die falschen Knöpfchen. Oh oh. Ja, das habe ich verdient. Wer so dumm ist, hat es verdient, ein Feld ans Hirn zu kriegen. Und zwar den eigenen. Jetzt sind es auch schon Massenschlachten, aber leider gegen dicke Gegner. Was am Anfang noch so kleine Goblinchens waren, sind es jetzt schon viel brutalere Gesichter. Naja, Kraftheilung. Schön. Ja, ja, die nächste Truppe? Nein. Jetzt aufpassen. Oh, oh. Ops. Ich weiß noch nicht, ob es hier irgendwelche versteckten Truhen gibt, beziehungsweise versteckte Wände oder Schalter, oder ob man jetzt irgendwas abdrücken kann. Und wenn ich mir die Karte mal so angucke, lädt es auch nicht unbedingt ein bei diesen kilometerlangen Wänden. Na, zum Glück kriegt man die so halbwegs aus dem Weg. So, dann ist das wenigstens mal was zum Heilen. Reinigungsbecken. Oh oh. Solange wir noch Magie haben, kriegen die Linken auf jeden Fall ordentlich was ab. Bitte auch mal den Löffel abgeben. Na, wie lange?
Hätte ich auch zurückrennen lassen können, dass dann die anderen auch wieder ordentlich Schaden nehmen, aber... Schon wieder einer von den Dicken. Ja, ist beide fast fertig, das wird schon... Jetzt so hinten noch, weil du so frech warst. So. Hoffentlich schießen die nicht. Reinigungsbecken. Was auch immer das jetzt bringt. Vielleicht ist wieder eine andere Reinigung irgendwie, weiß ich nicht. Muss man das vielleicht vorher einhalten oder sowas? So eine Sequenz. Ohne die man sonst hier nicht reinkommt. Aber das sieht doch verdammt genau. Das sieht verdammt nach der zentralen Kammer aus. Mit den lustigen Becken. Und ich meine, hier gäbe es dann auch die. Die Rätsel hier mit den Schriftrollen. Der Krieg und der. Andere. Naja, zumindest funktioniert das hier mal. Denn ich glaube, Magie ist hier wirklich eine ganz schlechte Idee gegen die Kollegen. Zumindest also der Dicke, der Rote, der hat es ja faustdick hinter den Ohren. Kann man zaubern, was man will. Es bringt nichts. Achso, Magie ist schon wieder vorbei. Ah, ich glaube, ich lasse es auch mit dem, oder? Ja, aber wenn ich es nicht mache, dann kriegen wir richtig auf die Nuss und das wollen wir natürlich auch nicht. So, was war noch? Genau, Schutz und Magie kann ich mir, glaube ich, aber schenken. Na, aber lieber mal einmal zu viel als einmal zu wenig. Oh mein Gott, noch mehr von diesen Mistviechern. Strahlungsschaden, sehr schön. Ja. Ach, jetzt ist überall... Muss ich jetzt ins Strahlungsbecken, beziehungsweise ins Quatsch, ins Reinigungsbecken? Oder wie? Darf ich mir das vorstellen? Ja, es hat aufgehört, okay. Dann, bevor ich da lang gehe und Schaden nehme, würde ich sagen, gehen wir lieber dahin, wo man... wo es noch mehr von diesen Schädeln gibt. Ja, es ist halt einfach ziemlich groß, das Ganze hier. Ach, das war's. Okay. Aber das finde ich halt, ja, vom Design her eher nicht so toll, dass man einfach irgendwelche Gänge hat, die in einem kleinen Raum enden, in dem nichts ist. Ich glaube, bei der Wendeltreppe, die es hier gibt, ist es gleich in grün. Läuft man, glaube ich, auch hoch und dann ist da nichts. Oder wie war das? Oder doch? Oh Gott. Ja, sie wurde schon auf uns aufmerksam. Auch nicht schlecht. Oh oh. Na gut, vielleicht ist es auch nicht nichts, aber nichts, was man will. Keine Schätze, keine Schlüssel. Hoppla. Okay. Und wir lassen es einfach hinabsinken. Schlittern die Wand hinab. Was ist das? Bildtür. Die wohin führt? Keine Ahnung. Ist das ein Ausgang wieder oder was? Oder wie? Du springst uns mal bitte hier rüber. Nein. Ziemlich unangenehm. Oh, ich habe irgendwie Schaden gemacht. Okay. Nein, wir müssen zurück, aber schnell in den Raum. Ja, den Gang viel eher. Ja, so. So von mir aus können sie das gerne machen. Da würde ich auch gar nichts gesagt haben. Schläft hier schon wieder. Ich frage mich wirklich, wer das macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das der dumme Violette ist. Und immer wenn ich gegen die kämpfe, habe ich so das Gefühl, ist wieder irgendwie einer am Pennen.
Naja, pass bloß auf, Kollege. Gut, aber die müssten ja eigentlich uns immer hinterherlaufen, kann das sein? Ring, ein Helm. Naja, zum Glück ist ja nicht so viel an Gegners. Das hält sich zumindest noch in Grenzen. Ja, auf jeden Fall ein traumhafter Dungeon. Und jetzt weiß ich noch nicht, von wo die Gegner angreifen. Sind sie über uns? Sind sie hier im Raum? Oder wie, oder was? Hier offenbar nicht. Aha. Ein Erzbereich mitten in der Pyramide. Oh Gott. Nicht den Kleriker ausschalten. Ja, okay. Der darf mal mitheilen. Oder mitspielen beim... Okay. Oh. Schön um die Ecke ballern. Und jetzt bitte wieder nicht. Die halten echt was aus. Gar nicht mal schlecht, die Viecher. Oh oh. Hoppla. Okay, das ist sehr unangenehm. Und das sieht fast wie so ein Teleporterraum aus. Wieder mit türkisen Bereichen. Oder ist das so eine Art zentrale Stelle, wo man in jede Richtung kann, in jede Kammer oder sowas? Ich weiß nicht. Ah, die Wände kennen wir auch so ein bisschen, oder? Oder nicht? Hier nicht. Oh Gott. Ja, Schutz vor Feuer, Schutz vor Kälte, Schutz vor allem, bisschen Kraft und auch Schutz vor Magie. Und da geht's auch schon weiter. Ist das ein Aufzug? Ne, hier ist nichts. Einfach nur ein Gang ins Nichts. Verstehe mal einer... Ich nicht. Oh. Ja, ich dachte, die können es auch mit dazu hier irgendwie. Aber nein, es sind Kreaturen, die irgendwo anders sind. Wo auch immer das jetzt sein soll. Wir schießen die von links. Und wir sind die über? Oder unter mir? Oder wie? Oder was? Oder wer? Oder wie? Oh Gott, ist auch noch so eine Labyrinth-Geschichte hier unten. Okay. Mit bösen Gegners. So, würde man den Kollegen wieder aufwecken. Also irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind einige Gegner dabei, auf uns zu warten. Hier ist nichts. Alles klar. Aber lärmen tun sie trotzdem. Gut. Aber das war mir schon klar, dass das hier so schnell nicht zu einem Ende kommen wird. Hm. Hier ist natürlich auch nichts. Das war ja auch wieder abzusehen. Gut. Geld haben wir. Ah, ja.
Nur die rechte Seite ist offen. Offensichtlich. Bauen Waffen, bauen Hüter, einfach alles rein, was wir haben. Ah, ja. So, nächstes. Aha. Wieder ein Schlüsselchen und. Aktivierungsschlüssel. K-Cops oder K-Cops. Was mag das wohl sein? Packe ich es mal darüber, dann kommt hier wahrscheinlich die letzte. Also, ich kann mir noch ein, zwei vorstellen. Ich kenne noch ein, zwei von der Crew, dann ist auch bei mir schon Feierabend, was das angeht. Zu überlegen. Feuerring. Wenn es funktioniert. Oder sind sie zu weit weg? Ach klar, das funktioniert ja gar nicht. Das ist, Das ist ja leider eine andere Art von Angriff. Ja. Nämlich Feuer. Und Feuer brauchen wir nicht. Warum? Die ignorieren uns oder unsere Elementarschäden grundsätzlich. Ja. Und hier würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für den ersten Teil. Man sieht hier, aha, sehr viel Energie, Metall, wie Metalle, Metallwände. Irgendwelche Lichter, Neonlichter, offenbar ist hier Energie am Drücker. Naja. Gut, dann wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein für den ersten Teil. Das nächste Mal sieht man sich dann wieder in der Pyramide. Man sieht schon, die ist so ein ganz kleines bisschen übel. Aber ich meine, wir haben jetzt schon drei von diesen komischen Dingern. Vielleicht müssen wir nur noch eine vierte finden und dann müssen wir zurück in diese komische Kammer mit diesem Reinigungsbecken, wo wir Strahlungsschäden in Kauf nehmen mussten. Naja, das auf jeden Fall werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich sage danke fürs Zuschauen, kommentieren, Däumchen immer gerne gesehen und ansonsten bis zum nächsten Mal.